Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich habe bei Instagram gesagt, stellt mir alle Fragen, alle Themen, die euch derzeit beschäftigen. Ihr habt mir Fragen gestellt, ich antworte genau jetzt. Viel Spaß mit diesem Video. Tim stellt wie gewohnt alle Fragen. Johannes, wie stehst du zu Masturbation? Ja, du kannst doch nicht am Anfang so eine Frage bringen, dann schalten die Leute gleich ab. Mit 23 noch nie Sex, ist das schlimm? Öffnen die Gyms am 20.12. wieder? Am 20. Oder warte. Verrate es mir, wann öffnen die Gyms wieder? Am 17.01.1980. Ich werde verrückt ohne Fitnessstudio. Ja, zieh einen Finger, mach das Beste aus der momentanen Situation, finde andere Möglichkeiten, dich auszupowern, ohne verrückt zu werden, draußen joggen gehen, Mobility-Übungen zu Hause, Übungen, die ihr sonst nie gemacht habt, oder Klimmzüge irgendwo am Klettergerüst noch, sind die Spielplätze und die Sportplätze offen, Fahrradfahren, finde einfach eine Lösung, Liegestütz, mach was, Junge, zieh einen Finger, was? Viele sagen, dass die Bänder nichts bringen und man für Muskelerhalt Eisen braucht. Okay, also du meinst, Gummibänder würden nicht so effektiv sein oder gar nichts bringen in dem Fall. Aber das Eisen, Junge, das ist das Wahre. Sicherlich trainieren wir alle gern mit Eisen, aber am Ende ist es nur eine Frage des Widerstands. Und den kann man halt auch mit seinem Körpergewicht oder mit Gummibändern simulieren. Also es ist halt am Ende auch Widerstand. Sicherlich ist es vielleicht nicht optimal, aber man weiß, wie meine Videos geschaut hat hier, meine Home-Trainings oder mein Training draußen, dann kann man auf jeden Fall eine Lösung finden. Und ich trainiere seit 4 Wochen nur mit meinem Körpergewicht und Gummibändern und ich kann euch eins sagen, ich bin gut in Form. Ne? Also es läuft, Leute. Lösung finden, ganz einfach. Den einzigen Nachteil, den die Bänder natürlich haben, sie haben einen unterschiedlichen Kraftkurvenverlauf. Nach oben hin wird es schwerer. Und unten ist es etwas leichter, dadurch hat man nicht diesen Dehnungsverkürzungszyklus, zum Beispiel beim Bizeps-Curl am unten, da fehlt die Belastung in der gedehnten Position. Alles hat seinen Preis, Leute, aber Gummis gehen total klar. Hier wurde jemand von seinem Mädchen verarscht und ist deshalb mega traurig und unmotiviert. Kannst du ihm helfen, Coach Johannes? Ist eigentlich nicht mein Bereich, ich bin ja Fitness-YouTuber, aber ich finde solche Fragen cool, weil das betrifft halt ganz viele. Die Frage ist immer, was man aus so einer Situation macht. Und auch wenn der Tim das jetzt so ein bisschen lächerlich dargestellt hat, finde ich, durchaus. Gar nicht. Ja, Shitstorm gegen Tim Horus, nicht seinen Kanal abonnieren, bitte. Deabonnieren. Klar kann man erstmal trauern und sich verarscht fühlen, aber am Ende des Tages solltest du trotzdem in einer guten Stimmung sein, dich davon nicht demotivieren lassen. Also schon gar nicht, was den gesamten anderen Lebensbereiche angeht. Also weitermachen, positiv in die Zukunft schauen und ein neues Mädchen finden. Sehe ich auch so. Siehst du, Tim. Hier kommt die Frage, die jeder immer stellt, wie schafft man es, gesponsert zu werden? Okay, die kriege ich wirklich ganz oft, Leute. Das erste ist, euer fucking Profil auf Instagram schon mal öffentlich machen. Und nicht dann, wenn ich raufgucke, dass es privat gestellt ist, sondern ich will ja Bilder sehen. Ich will, dass ihr mich und den Rest der Welt begeistert oder mir Informationen bringt, mich motiviert, vielleicht, ja, Content ist auch immer gut, aber Unterhaltung ist wahrscheinlich noch viel besser. Also so eine Mischung aus allem. Schaut zu, wo ihr euch positioniert und vor allen Dingen bildet Reichweite. Warum soll ich als Sponsor jemanden pushen oder sponsoren, wenn der mir gar nichts bringt, keine Reichweite hat? Also ihr müsst etwas für den Sponsor tun und nicht der Sponsor für euch. Und vor allen Dingen müsst ihr es erstmal machen, Leute. Erstmal in Vorarbeit gehen und ordentlich hustlen und nicht Leute immer wieder anschreien, sondern so lange, so hart hustlen und abliefern, bis die Sponsoren sagen, oh, der ist ja cool, da muss ich mal gucken. Auf den habe ich Bock. Und dann kann es losgehen, Leute. Dann könnt ihr euch die Sponsoren aussuchen. Ja? Könntest du nochmal genau erzählen, was mit Cassia war? Okay, also erstmal sage ich danke für die komplette Anteilnahme auf Instagram. Danke, dass ihr mir so viele tolle Privatmessages geschickt habt und mich fühlen konntet. Also Cassia war mein Pferd, unser Pferd, das von meiner Frau und mir. Und wir haben uns dazu entschieden, sie einzuschläfern und haben dann 4-5 Tage vorher die Entscheidung getroffen. Und die Zeit dahin war, also es war wahrscheinlich der schlimmste Tag in meinem Leben. Also ganz sicher der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich habe darüber nachgedacht, das Ganze in einem Extra-Video nochmal zu besprechen, weil ich einfach das mir gerne von der Seele reden möchte und glaube, dass viele mich fühlen werden, denn jeder hat schon mal ein Tier verloren. Oder nicht nur ein Tier, vielleicht sogar auch einen Menschen Abschied genommen. Und deswegen, ja, lass uns mal keine Bad Vibes verbreiten. Wenn ihr Bock auf ein Extra-Video dazu habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, Ruhe in Frieden, liebe Cassia. Wie viel Gramm EAAs nimmst du täglich zu dir? Okay, ist total unterschiedlich. Zuallererst muss man erstmal sagen, sind essentielle Aminosäuren mit einem komplett vollständigen Aminosäurenprofil. Aber man braucht eigentlich gar keine EAAs, denn ein Whey-Protein reicht völlig aus. Da sind auch alle nötigen
Aminosäuren drin und es ist wesentlich preiswerter. Ja? Grundsätzlich braucht man eigentlich gar kein Pulver, weil man kann das über die Ernährung zu sich nehmen, aber das ist auch ein anderes Thema. Ich trinke RAs primär morgens nach dem Aufstehen in kleinen Mengen, weil sie verbrauchen nicht so viel Kalorien. Man braucht nur 10 bis 15 Gramm, um seine Proteinsynthese zu stimulieren. Oder im Training, vor allem wenn ich nüchtern bin. Ich habe heute früh nüchtern trainiert, da trinke ich jetzt kein schweres Pulver oder esse irgendwas, sondern ich gehe direkt ins Training und trinke währenddessen 20 bis 40 Gramm ERAs, einfach um meine Aminosäuren zu decken. Die Aminosäuren werden dann meist sowieso in Energie umgewandelt, aber für die Stickstoff, für die Proteinsynthese ist es eine gute Sache. Übrigens an dieser Stelle, wichtig, heute und morgen gibt es noch einen Super Sale bei Best Body Nutrition. Es sind bereits mehrere Produkte reduziert, vor allen Dingen auch die ERAs. Und ihr könnt trotzdem nochmal 25% sparen mit meinem Code Johannes25. Also nicht Johannes20 sonst, sondern Johannes25. Also unbedingt mal in den Shop von Best Body Nutrition schauen. Unten auch das Whey-Protein ist ohnehin schon preiswert von Mammut. Aber das ist dann halt nochmal 25% günstiger. Also unbedingt zuschlagen. Und zwar so schnell wie möglich. Teilt es euren Freunden mit, damit die sich nochmal ordentlich mit Subs eindecken können. Ja? Unten steht alles in Beschreibung drin. Best Body Nutrition ist der Shit, Freunde. Prost. Achso, und ERAs kann man eigentlich jederzeit trinken. Ihr müsst übrigens mitrechnen, weil das sind halt auch Aminosäuren, Protein. Die haben halt 4 Kalorien auf 1 Gramm. Also ihr könnt die man immer trinken, ihr wollt, aber ich finde es am schlauesten vor, während oder auch nach dem Training. Ja? Oder einfach direkt morgens am Aufstehen. Hier schreibt einfach einer Jonas Ems. Ja, tolle Frage. Was ist denn das? Also alle, die meinen Kanal schon länger abonniert haben, die wissen, ich habe mit ihnen ein Muskelaufbauprogramm gestartet. Die haben den Muskelmaximierer genutzt. Und Jonas Wuttke dazu hat noch die Uskodiet genutzt. Und also ich weiß, dass er zwischendurch mal einen ganz schönen Struggle hatte. Na klar, Lockdown, hat keinen Bock auf Hometraining gehabt. Aber jetzt hat er einen neuen Mitbewohner und mit dem gemeinsam trainiert er ordentlich. Und gibt ordentlich Gas. Also natürlich nur im Rahmen seiner Möglichkeiten, die man zu Hause hat. Aber wenigstens tut er was. Vielleicht hat der Bock. Ich kann ihn mal anrufen. Aber der geht safe, dass der nicht rangeht. Ich schwöre, der geht niemals ran. Also wenn er jetzt rangeht, das wäre wirklich, das wäre krass. Er hasst telefonieren und Voice Messages hast du eigentlich auch. Er hat auch keine Zeit. Gewünschte Gesprächspartner ist... Naja, gut. War eigentlich klar. Also der macht seine Hausaufgaben, er hat ganz viele tolle Projekte laufen, eine Produktionsfirma, der ist extrem fleißig und versucht trotzdem, diesen Fitness-Lifestyle irgendwie in seinen Alltag zu integrieren. Und das würde ich jedem auch empfehlen. Das muss ja nicht jeder ein Profi-Bodybuilder werden, Leute, aber 2-3 Mal die Woche ein Ganzkörpertraining mit seinem Körpergewicht wird niemandem schaden. Nein, sogar helfen. Nicht nur gut aussehen, sondern auch gesünder, fitter und eine bessere Mindset. Ihr wisst, was ich meine. Also ich würde sagen, ich schaue demnächst mal bei Jonas Ems vorbei, dann werden wir mal gucken, wie viel Liegestütze er jetzt schafft, wie viel Dips oder wie er sich überhaupt entwickelt hat, wie er mit der ganzen Situation umgeht. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, denn wir sind fertig. Also unbedingt Kanal abonnieren, neue Videoideen auch gerne in die Kommentare, was euch derzeit interessiert, weil Fitness ist halt nicht so, ja, die meisten Leute haben sich gesagt so, dieses Jahr, scheißegal, da fressen wir uns dick und rund, machen keinen Sport mehr, aber in 2021 wird alles besser. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube jedoch, dass die Gyms auf jeden Fall im Dezember und wahrscheinlich auch im Januar noch zu haben werden. Ich will hier, Gott sei Dank, ich hoffe, ich habe kein Recht. Aber egal wie, wir machen das Beste aus der Situation. Denkt dran, Johannes 25 spart bei Best Body Nutrition. Ja. Vielen Dank, ich bin raus. Bis zum nächsten Video.